sind jetzt auf dem Weg, wir sind im Auto, wir hören Musik. Wir machen uns jetzt schöne 7 Tage Urlaub. Wenn man sich das mal anguckt, das Auto ist bis zum Erbrechen voll. Der Kofferraum ist mehr voll als die Rückbank. Was man nicht alles ins Auto braucht, wenn eine Frau dabei ist. Ohne Aua! Unerwartet. Ich wurde geschlagen. Jetzt werden einige von euch sagen, zu Recht. Sag ich nicht. Das hat weh. Zum Frühstück gab es einen schönen Energy Drink. Boah, Leute, ich sag euch. Monster Ultra Energy. Halleluja. Da bist du direkt ultra wach. Kennt ihr noch Powerade? Das schmeckt so nach Powerade. Ich sag's euch. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die Videos werden schön geschnitten. Ich schaue, was ich aus der Landschaft holen kann. Und wie es dann letzten Endes aussieht, erfahrt ihr dann. Wenn wir dann da oben sind, dann melde ich mich wieder. Auf dem Weg nach Norddeich. Wir gehen jetzt gleich voll fett schwimmen. Seehunde gucken unter Umständen. Nichts wahrscheinlich, Umständen. Vermutlich. Und ich habe Bock auf einen Döner, also werde ich mir einen Döner genehmigen. Den werdet ihr dann natürlich auch noch sehen. Wir haben hier, wie man vielleicht ein bisschen sieht, ein bisschen trüberisches Wetter. Bis gerade hat es noch geregnet. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Also im Großen und Ganzen würde man hier oben nichts verpassen. Ein bisschen Bräune habe ich trotzdem abbekommen. Sieht man nicht ganz so, egal. Anderes kurzes Update. Der Kamera-Ladekabel war kein Kamera-Ladekabel, sondern lediglich ein Mini-USB-Anschluss, der nicht in die Kamera gepasst hat. Wir haben jetzt ein Kamera-Ladekabel bestellt. Das kommt nächste Woche Montag oder Dienstag an. Ergo, die letzten 1-2 Tage kann ich dann auch noch ein bisschen was machen. Und auch halt dann dementsprechend vielleicht ein bisschen besserer Qualität. Ansonsten würde ich sagen, melde ich mich sonst wieder, wenn es irgendwas Spezielles, irgendwas Schönes gibt. Und ja, dann sehen wir uns dann. Bis dann, tschüssi. Ich habe meinen Döner. Vor die Maschine. Vor die Straße so einmal kurz. Und jetzt geht's dann zu den Seehunden. Aber vorher wollten wir noch nach einem Hoser gucken. Also gucken wir erst nach Hose. Bis gleich. Leute, wir haben einen Hosen gefunden, einen rot-weißen Hosen, den werde ich dann nachher natürlich nochmal zeigen, muss ja. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Seehundstation und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir ein paar Seehunde sehen. Ich freue mich jetzt schon auf die kleinen Süßen. Schwimmen und dann gucken, alles klar, was heute noch ansteht, abgesehen vom Einkaufen. Aber jetzt geht's dann erstmal ins kühle Nass. So Leute, wir sind zurück, raus aus, wo sieht man das? Das Schild da, Ocean's Wave. Und das Wetter hat sich wieder mal zugezogen. Das ist ja mal eine Überraschung. Es ist auch nicht kalt, aber im Moment ist es angenehm. Man sieht, meine Augen sind ein klein bisschen rot. Aber so ist das, wenn man im Salzwasser schwimmen geht. Wer hier oben mal sein sollte, kann man empfehlen. War ganz cool. Auf jeden Fall für ein paar Stunden entspannt das Angebot.
bin dann jetzt in Marvin's Beauty Palace, ihr wisst Bescheid. Wir fahren jetzt noch einkaufen, wir müssen erstmal vor allem hier Kassen drüber. Und dann sehen wir uns später. Tschüssi. Morgen Leute, morgen ist gut, wir haben 3 Uhr, aber für uns ist morgen, bitte vor. Wir sind bei trübem Wetter, ja, das kann man vielleicht ein bisschen sehen, mal wieder auf dem Weg zum Schwimmen, allerdings mal wieder nicht im Meer, Überraschung, Überraschung, sondern wieder im Schwimmbad. Wir fahren jetzt nach Bensersiel in die Therme und kühlen uns da ein wenig ab. Unsere Augen werden wahrscheinlich immer noch ein bisschen gereizt sein vom Salzwasser von gestern. Aber wir wären ja nicht die Harten, wenn wir das nicht machen würden. Trotzdem, ich meine, wir sind ja Kinder des Wassers. Und ich würde sagen, ich melde mich, wenn es dann erneut irgendwas Spannendes zu erzählen gibt. Oder Hauptsache irgendwann mal irgendwas Spannendes. Dann würde ich sagen, bis später. Tschüssi. Leute, wir sind auf dem Fahrrad, wie man uns schwer erkennen und vermutlich auch hören kann. Wo geht's jetzt lang? Hier hoch. Okay. Wir fahren jetzt nach Bensersiel, dann gibt's voll zu eaten. Und was wir dann eaten, das erfahrt ihr dann, wenn wir dann da sind. Wir sehen uns später. Wir sitzen jetzt hier beim Essen. Wir haben voll das geile Essen. Und ein Bierchen. Und geiles Essen. Und ich wollte euch Bescheid sagen, wenn ihr hier seid beim Griechenessen, griechisch bestes Essen. Und wir haben sogar Uso aufs Haus bekommen. Uso aufs Haus. Boah, ist das eklig. Aber jedenfalls, ich würde sagen, ich gönne mir jetzt dieses wunderschöne Essen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi. Leute, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Schön Fresstour. Und ich schalte mich einfach nochmal ein, weil ich wollte euch diesen wunderschönen Anblick über das gesamte Bad nicht ersparen. Beziehungsweise euch den versäumen lassen. Deswegen guckt euch einfach nochmal schön um. Wir tun das auch. Ja, vorletzter Abend hier, war auf jeden Fall schön, ist schön, wie man sieht, Essen war auf jeden Fall, einfach nochmal den Weg genießen, einfach nochmal die Möwen genießen, die fly sind, einfach gleich nochmal die Schafe genießen und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich erst morgen wieder, am letzten Tag. Bis dann. Leute, damit dann das letzte Video dieser Reihe. Ich setze mich einfach mal ganz kurz und erzähle, lass ein bisschen reflektieren. Diese Reise zu zweit, eine wunderschöne Woche, wirklich eine wunderschöne Woche. Jederzeit wieder. Ich habe viel mitgenommen, hauptsächlich Sand. Ach, ich muss sagen, wirklich, diese 7 Tage an der Nordsee oben waren schön. Das Meer an sich, muss ich ehrlich sagen, ist nicht meins. Ich bin nicht so der Nordsee-Fan. Hauptsächlich deswegen, weil ich dann nicht schwimmen kann, weil ich Bock darauf habe. Deswegen dann nächstes Jahr wohl lieber Ostsee. Natürlich werdet ihr das auch wieder alles mitbekommen, keine Frage. Ansonsten, ja, viel unternommen, viel abends auch unterwegs gewesen, viel geschwommen. Ob in Schwimmbädern oder im Meer, hauptsächlich dann Schwimmbädern, Seehunde gesehen. Dazu noch eine Story, und zwar kurz dazu. Ich habe leider gemerkt, dass bei einigen Videos, beziehungsweise bei genau 2 Videos, der Wind dann doch zu stark war, als dass ich dann hätte aufnehmen können, beziehungsweise man mich gut hätte verstehen können. Deswegen die Videos nicht mehr da, beziehungsweise die Ausschnitte nicht mehr da. Wir haben, als wir kurz im Meer saßen, vor uns, keine 5 Meter, ist ein Seehund aufgetaucht. Er ist einfach aufgetaucht vor uns. Ist dann aber genauso schnell abgehauen, wie er gekommen ist. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich mega, 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 mega süß. Und gestern waren wir dann auch nochmal schwimmen.
Das war verdammt kalt, aber ich habe mich dann doch gewagt, reinzugehen ins Wasser. War wirklich mega kalt. Aber gut, ja, so viel dazu. Wunderschöne Woche, abgeschlossen. Reisegeld auf jeden Fall wert. Wohnung konnte ich jetzt auch nicht so dicke zeigen, da ich das dann gerade noch vergessen habe. Es tut mir leid. Aber ja, allreflektierend würde ich sagen, schöne Zeit auf jeden Fall. Ich bin dankbar dafür, dass ich da sein konnte. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach zum nächsten Vlog oder zum nächsten Video, zum nächsten Let's Play. Bis dann, meine Freunde. Tschüssi.